schön ein Schirm von Banania. Ich mache schöne Sachen. Ich nehme zum Beispiel ein Auge an den Popo dran, damit man besser sehen kann, wenn der Haufen durch die Brille fällt. Ja, er lacht darüber, doch ich verdiene mit dem Haufen Geld. Ich bin der Schönheitschirurg von Banania. Ich sitz auf dem Balkon. Bin Spiel mit der Carrera-Bahn mitten in Hongkong. Ich bin der Schönheitschirurg von Banania. Gestern war eine Frau mit Hängebacken da. Ich näht ihr die Backen hinten an den Nacken. Da konnte sie besser kacken. Sabdubaba, la 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 la. Man hat so ein Rosenkohlknie. Die Menschen lassen hier verrückte Sachen machen. Es gibt welche, die haben sich einfrieren lassen. Ist schon soweit. Vor 30 Jahren schon. Ne? Und eigentlich müsste man die mal jetzt auch wecken. Und dann sagen, ja, tut mir leid. Nochmal einfrieren geht nicht, aber wir können jetzt auch nichts machen. Wir wollten noch mal gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Ob alles in Ordnung ist, ja. Ja, dann vergnügen Sie sich noch mal eine Zeit hier. Da kommen die überhaupt nicht klar, ne? Mit hier Internet oder hier Kontokarte oder am Bahnhof, ne? So ein Automat, was ist das denn? Und da stehst du ja, so, heute, ich stehe ja wie der Ochs vom Berg, vom Automat hier bei der S-Bahn-Station in Frankfurt oder Offenbach. Ich war im Automat gestanden, ne? Da habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da habe ich da reingepinkelt. Und bin schwarz gefahren. Da kam ein Schaffner, wollte mich untersuchen, da bin ich schnell raus aus dem Zug, aus dem Fenster, oben auf den Zug drauf, da kam ein Tunnel, habe ich mich platt gemacht, kam ich auf der anderen Seite raus, pechschwarz. Und dann habe ich mich so an so einem Verkehrsschild so festgehalten, dann ist der Zug drunter weg, dann hing ich da und dann auf so einen LKW drauf mit Mehl. Und dann in der Mehlfabrik ausgestiegen, alles abgekloppt und dann zum Zahnarzt doch gelaufen.